Ich hab keinen Hallo, Bock auf einen Klassik. Keks. Das lassen wir drin. Ja, Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde DayZ. Stand Alone. Zu zweit. Zu zweit. Das nicht schlecht. Okay, du fährst vor, links oder gerade rechts? Gerade rechts. Nee, gerade aus war schon richtig. Ich überlege. Warte, ich glaube gerade aus war nämlich der Sack. Achso, ich bin schon fertig mit drehen. Gasse. Nicht schlecht. Gott, bei mir stockert das gerade die ganze Zeit, ja. Dieses scheiß Reifen. Ich habe Angst wegen links, rechts, meine ich. Links ist kein Problem, rechts ist Gefahr. Du hast Licht an, ne, bei deinem LKW. Nein, das hatte ich vorhin ausgemacht. Da leuchtet doch immer. Sag ich doch. Ja, jetzt ist aus. Hä? Ah, gut, okay, das ist ja, weiß ich nicht. Ist halt das jetzt. Keine weiteren Fragen. DayZ-Logik. Du hast Licht an, du Kick. Ja, ich habe gerade mal angemacht, aber es bringt nichts. Ah, Polizei. Der hat da irgendwas hinten drin, ich will mal gucken. Okay. Ich fahre links. Turn left. Enemy way to. Right. Oh Gott! Alter, das kannst du nicht machen! Es wäre so krank, wenn die Zombies irgendwann auch wirklich Waffen oder sowas in der Hand haben können. Die so wahllos immer schießen. Oh, wäre das mies. Hätte schon was. Ey, welchen Zombie-Spiel gab's das? Die hatten Waffen in der Hand und haben einfach während des Rennens geschossen. Das war irgendein Resident Evil, glaube ich mal. Da gab's das. Ja, Resident Evil, ja. Ich glaube ja, ich weiß nicht, Resident Evil 6 oder so. Boah, gute Frage. Hat er gerade eine Batterie? Ja? Danke für die Batterie, Junge. Gib's mir die, also die Batterie. Das war der Batterie, das war die der Batteriejunge war das. Der Battery Boy. Für eine Pepsi-Cola habe ich mich in den Tod gestürzt. Warte, 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 da ist noch was. Da ist noch was im Busch. Oh. Und eine richtige. Fake. Hallo, 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 ich will's haben. Rauchgranate, glaube ich. Ja. Yep. Da kommt's darauf an, welche Farbe. Okay, ja, hallo. Für was habe ich mein Leben geopfert? Ich glaube, weiß. Schwarz wäre. Hätte nicht ich, ich erkenn's gerade nicht, also. Mittlere Maustaste drauf, da kannst du drehen. Ah. Ah, okay, warte mal, das obere vorhin war rot, aber was hat das? Auch rot. Reds, ja. Reds. Zwei Reds habe ich. Ach, zwei ist Zucker. Richtig. Guck mal hier rechts der Berg, kannst gleich testen, wie gut das Ding hochkommt. Das Ding kommt überall hoch, das kommt da so runter. Nee, das wollte ich nicht. Das kommt sogar runter und auch hoch, warte. Oh, du musst Pille nehmen. Mhm. So, wieder nach Edge reingucken. Aber machst du es wirklich noch täglich, ja? Nee. Der Wecker ist aber schon nur zur Erinnerung da. Täglich? Nee, ich hab den für Mittwochs und Samstags stehen. Achso. Da gehst du theoretisch wirklich auf jeden Mittwoch und Samstag rein? Nein, hab ich jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr. Achso. Weil ich ja schon wieder alles aufgekauft hatte. Ich hab jetzt so viele Punkte, da brauche ich gar nicht mehr so oft drin. Ah, jetzt kannst du wieder stacken, ja? Stacken? Ja, die Hausgebühr. Stacken konnte ich die so oder so. Davon, ich hab mir doch damals über 6.000 gemacht oder so. Durch ach, die, ja. die jeden Tag machen. Stimmt. Und die kann ich jetzt nach und nach einzahlen. Und stell dadurch dann nebenbei gleich wieder welche her und habe ich eigentlich fast gar keine Verluste. Ach so. Aber mit dem neuen Launcher ist das scheiße, immer wieder nur anmelden und sowas. Das nervt doch übelst, vor allem auch, weil man da kein Ad eingeben kann. Was ist das für ein hohler Scheiß? Ich kann kein Ad eingeben. Ich muss immer Google meine E-Mail eingeben, die kopieren und rein kopieren dann. Scheiße. Mit Alt groß, rechts in der Leertaste? Hast du damit schon mal versucht? Ja, klar, ja. Nicht, dass du eine falsche andere Taste drückst, keine Ahnung. Ich weiß Gott gar nicht, ich muss das selber machen, sonst geht das nicht. Da passiert das aus Reflex, aber wenn du fragst, dann ist alles vorbei. Als wäre jetzt komisch, wenn es nicht so, also wenn das nicht ist, diese Tastenkombination. Ich glaube, es gibt auch mehrere für Ed.
Da, ganz am Anfang hatte ich nämlich irgendeine andere Tastenkombi gemacht, irgendwas mit der rechten Seite der Tastatur. Aber das musstest du wirklich gleichzeitig drücken, damit das funktioniert. Das habe ich damals immer irgendwie nicht richtig hinbekommen, weil das erste Mal. Nee, genau, dann hast du und Olli mir damals gezeigt, dass es auch so geht und seitdem mache ich das so. Oh, Zombie bleibt stehen. Alter, jetzt ist aber. Richtig laut schießen oder lieber nicht laut schießen? Weil ich weiß also nicht. Also, ich würde sagen. Leise schießen, okay. Dann nehme ich auch mal eine 4-Schuss-Waffe. Beschädigt sich gerade. Okay, von links müsste doch gleich noch welche kommen, oder? Eigentlich ja, es ist noch nicht gespawnt. Da. Eins. Zwei. Da ganz hinten treffe ich den von hier aus. Ich sehe ihn nicht mehr, schade. Hast du? In dem Moment ist er hinterm Busch verschwunden, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Ich würde sagen ja. Ja. Nicht schlecht. Ich bin gut. Meister Sniper. Auch durch den Busch. Meister KA 101 PR. Okay, nicht schlecht. Das einzelne Hau. Mit es bleibt. Blumen. Hier ist ein Zombie drin im Haus, Alter. Dreckiger. Sogar mit einer Tasche. Oh, mit einer selbstgebauten Jute-Umhängetasche. Mit einem Skaterhelm. Aber ich habe sie leider ruiniert, dadurch, dass ich ihn anscheinend durchschossen habe. Kannst du ruhig bleiben. Ich finde mal schade, ich finde die Rucksäcke geil, die selbstgebauten. Oh, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass man das machen kann. Gott sei Dank. Ja. Was wir Anfang ja nie gemacht haben. Ja gut, wie denn auch? Ja. Du brauchst ja ein scheiß Seil und das hast du nie gefunden. Stimmt, ja. Obwohl, warte mal, man konnte Stofffetzen jetzt auch? Ja, stimmt. Aber es kam doch auch erst später, ne? Okay, ich brauch gar nicht mehr reden, du weißt das, hey. Oh. Das ging nicht. Das kam erst später. Wollen wir hochgehen? Ja, lass mal hochgehen. Ja, doch. Das. Ja, obwohl das mit den Stofffetzen haben wir nie ausprobiert, glaube ich, oder? Würde ich sagen. Also ich würde sagen, ich hab's nie ausprobiert. Ich glaube, die letzten Male hatte ich das irgendwie mal gemacht, nachdem wir das wussten. Ja, hier liegt ein Seil. Mitnehmen. Hier liegt ein Schraubenzieher. Okay, nicht. Doch, doch. Ich zeige ihn dir, ich bringe ihn dir mit und zeige ihn dir. Ich halte dir ins Gesicht. Ach, was heißt mein Kollege, der sagt das auch. Zieh eine Schraube damit, dann glaube ich dir das. Mit einem ganz normalen von Obi Hornbach, kann auch ruhig magnetisch sein. Wenn du damit eine Schraube ziehst, dann ist das ein Schraubenzieher. Richtiger Schraubenzieher. Guck mal da, steht sogar als Name. Schießt er hier willkürlich herum? Das ist ja wild. Alter, das war geil. Du nicht. Alle Knie gebrochen. Also, meine. Da kommt einer von links hier zwischen den Häusern. Zwei kommen. Hä? Was macht die denn? Hat sie vergessen, wie man stirbt? Ey, unglaublich. Komm schon. Oh Gott. Das war knapp, Alter. Menschensteak hat der eine dabei, WTF. Es? Ich jetzt? Ja. Achso, ich dachte. Oh Gott, nee, ich hab zu dir geguckt. Ja, der hast eine dabei? Menschensteak. Nee, hab ich hier mitgenommen. Weil ist ja nicht gut. Alter, was ist denn los? Ich wollte gerade sagen, jetzt reicht's. Moin, Ulla. Hat nichts. Ulla ohne Puller. Ich will ja hoffen. Ja, die Ulla darf schon keinen Puller haben, also sonst wäre es schon ziemlich kritisch für den Günther, Alter. Für Günni. Der wäre ziemlich frustriert, wenn Ulla einen Puller hätte. Ja, und deswegen
Was ist das für Und eine deswegen ist Folge? das halt so. Ah, verdammt, ich lasche wieder nach einer Kugel nach. Dankeschön. Hier ist übrigens ein Brunnen. Ja, ich hole es gleich. Oh, gut, wir holen es. Boah, Temperatur-Set. Hä? Hat er die gute kugelsichere Bombenschutzjacke an die Werkstatt? Ich hab sogar drei rote Granaten. Rauchgranaten. Oh! Wärst du 2 Sekunden früher gelaufen, dann hätte ich dir jetzt übelst ein Heli gegeben. Nice! Nice! Du wartest kurz hier, dass die Zombies sich alle nachspawnen. Ich hol mal schnell einen LKW und danach holst du deinen LKW. Okay. Ich nehme auch gleich die Wassertasche bei dir raus, dann kann ich mal befüllen. Befützen. Ich befütze dann den Befütz mich. Mister. Sag mal, das Elektronikreparaturset hat ja eiskalt neuen Skin bekommen, ja. Ja, sieht geiler aus. Also hochauflösend da. Nicht schlecht. Wie viele Jahre hat's gedauert? Ja. Oh, sind Sie mit dem Spiel fertig? Nein. Ich lach dich aus, wenn du so weiter redest. Naja, trinken wir mal eine halbe Pepsi. Hey, sammel doch da ein bisschen vom Dings, vom Brunnen. Ich habe jetzt die halbe Pepsi getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Warte, was? Schön mit den dreckigen Handschuhen. Lecker. Lecker schmecker. Nicht so lecker. Nicht so lecker schmecker. Das war. Oh, da war ein Stückchen mit drin. Lecker. Und direkt losgekotzt. Und noch ein Tablettchen hinterher, damit es richtig knallt danach. Bauchschmerzen müssen zünden. Zünden. Bauchschmerzen sind incoming. Durchfall ist outcoming. Und ich glaube 3. Und 12. Auffüllen. Ich hab so keinen Bock auf Arbeit. Alle kriegen so schwer Corona. Ja. Bei mir auf Arbeit auch so viele. Unglaublich. Krieg den Scheiß einfach nicht. Ich hab ein zu gutes Immunsystem. Ja. Ich weiß ja auch schon mal, welche die es hatten. Na gut, die hatten zwar denn nicht mehr, aber ist ja egal. Trotzdem. Musst du trotzdem irgendwie mal was kriegen. Nee, kriege ich nicht. Oh, ich bin mal gespannt auf morgen, was da rauskommt. Ja. Wir müssen es jetzt ja auch jeden Tag jetzt testen lassen, nochmal die Woche. Eigentlich müsste was ja nicht mehr. Ja, was ist das? Ja, wegen geimpft, weil wir geimpft Ja, ich sind. Weiß, ich weiß. Ich steck da selber nicht, ich steck da sowieso nicht mehr durch, was jetzt wie, wo, was gemacht werden muss, weil das irgendwie. Alles wohl. Ja. 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 Ne? Also, das ist so richtig Streichhölzschachtel, sag ich dir. Warte, was? Richtig echt. Warte, was? Naja, kann ich mir die Schuhe nochmal heile machen? Ah, die kann man auch tapen, ne? Ey, hol dir einfach von irgendwo neue, wenn du welche findest. Ich hab die. Tape. Ich mach meine gar nicht mehr sauber. Ey, Heiler. Tape ist eh gleich im Arsch von daher. Ja, aber benutzt das lieber für deine Jacke. Ich hab noch ein komplett neues Tape. Ja, aber ich meine nur, aber für deine Jacke würde ich trotzdem benutzen eher, falls es geht. Oh Gott, die ist jetzt beschädigt. Oh, du hast sogar Violett-Nebel-Gedingens. Ja, wo ist jetzt. Lila? Ist Violett und Lila dasselbe? Nein, naja, Violett ist eher so ein Blau. Da kommt eher das Blau durch. Okay. Verstehe ich auch mal nicht. Für mich sieht das eigentlich immer aus wie Blau, aber nein, es ist Violett. Oh. Da gibt es 5 Millionen verschiedene Farben, die genau gleich sind. Ich hätte das gerne in Violett. Was? Blau. Das ist doch aber blau. Der Laden heißt Blue Jeans. Hier gibt's nur blaue Jeans, verdammte Scheiße. Ich mach dich vom Acker, Junge.
Und kriegst du ein paar in der... Kriegst du ein paar mit Nigenschläger, sag ich dir. Den bastel ich mir schleich aus Stachelrauten Basie, Junge, und dann kriegst du ihn vor der Rübe. Dann siehst du aus wie Glenn, Alter, wie das Auge rausguckt aus der Seite. Alter. Ja, wirklich. Das war das Schlimmste, was in der Serie passieren konnte, dass Glenn abgenippelt ist. Das hat mir richtig wehgetan. Und dennoch auf der perversesten Art, die es gibt. Das Auge hat wirklich rausgeguckt. Schreib's in die Kommentare, worüber ihr redet. Ja, über die beste Serie aller Zeiten. Ich meine, ja gut, ich muss selber zugeben. B-Movie, ne? B-Movie, was? The Walking Dead. Ja. Hast du das was gespoilert? Ach, das ist schon eine Weile her, die Staffel. Ja gut, okay, dann ist okay. Zwei, drei Staffeln, muss man halt tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das Neue habe ich halt gar nicht. Mir fehlt halt von der 10. auch noch die letzten zwei Folgen. Das kotzt mich übelst an. Ich konnte die irgendwann nicht mehr angucken auf der Innenseite. Die gab's dann nicht mehr. Fear the Walking Dead, hast du das auch geguckt? Ja, habe ich auch. Nachher wird das mit Walking Dead kombiniert. Ja, aber... Ab einer gewissen Staffelanzahl. Dann kommen also nämlich die aus Walking Dead mit in Fear the Walking Dead. Das ist nachher dann richtig geil. Vor allem nachher noch mit diesen komischen Cowboy-Typen da. Der so eine Trickshots machen kann aus der Entfernung mit einem Schuss so. Richtig nice. Noch ein Zombie? Bei mir? Hab ihn. Bei dir? Also dann war es nachher gut. Der Anfang von Fear the Walking Dead, ja gut, ich habe ihn zwar angeguckt, aber ganz perfekt überzeugt hat er mich nicht, aber kann man sich angucken. Aber nachher war es dann geiler bei den nächsten Staffeln. Ja gut, ich bin nicht so ein Fan von der Serie, weil irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ist nicht schlecht, absolut nicht. Ich habe auch schon viel geguckt, wie hießen die damals? Ach ja, stimmt, hatten wir damals auch mal geguckt bei euch. Ja, aber ich habe da auch ein bisschen mehr geguckt. Wie hieß die denn? Sarah? Ja, klar. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob es wirklich jetzt sie war, darum habe ich den Namen jetzt erst nicht gesagt, aber doch. Doch, doch. Was soll das jetzt heißen? Ich kenne nur zwei. Zwei Marvel. Sarah? Nicht schlecht. Warte, was? Rein. Ich bin schneller wie du Zombie. Ja! Yeah. Oh, ist auch ein OP. Wow. Über Maiskälte in die Fresse geschossen. Salat hast du getötet. Das war ein Jäger, ja. Wann hatten wir mal einen Jäger-Zombie? Weiß ich nicht. Eigentlich noch nicht. Ey, der komplett weiße Jägerklamotten an. Sieht richtig geil aus. Not bad. Der hat verdient, dir den Rücken geschossen zu werden. Alter, bremst doch. Zum Wackeln. Was ging noch so? Zoo. Das ging eigentlich auch noch. Was? Wie Zoo? Dieser... Es heißt halt Zoo, heißt es halt. Halt Zoo. Die Serie. Wo doch alle möglichen Tieren übelst aggressiv werden und auf die Menschen losgehen. Ach so. Okay, Let's stop. Nein! Habe ich, glaube ich, auch nicht ganz geguckt. Oh nee, es regnet. Alter, Zombie, jetzt bleib doch mal stopping. Was ist ein Zombie-Zeug, wie der ein bisschen geil war? Kam jetzt mal von den Chinesen hier, was auf Netflix ist. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Es war ganz geil mit den Schülern. Es ging halt in der Schule los mit den Zombies. Dann hat sich das immer weiter ausgebreitet nachher in der Stadt. Da gab es nachher noch ein paar besondere Zombies. Ich überlege gerade, ich habe auch irgendeinen Film gesehen. Oh, wie hieß der? Zombies? Ja, mit Zombies. Oh. News. World War Z? Nee. Auch so eine. Ich will jetzt nicht nur nach 15 Production sagen, aber schon so eine günstigere, sag ich mal. Jetzt nichts Großes hier von Sony oder sowas. Das jetzt nicht, aber. Der war auch ganz interessant. Den wollte ich auch mal schicken. Den gibt's für Amazon. Oh Gott. Oh, 4, 5 hintereinander jetzt gerade. Nochmal. Schlecht. In Injection. Keine Ahnung, zu Anfang, da sind irgendwie so
zwei Junkies und die haben da irgendwie zu viel geballert und dann wurden sie zu Zombies. War das was zum Lachen? Nee, Zombie-Film. Also zu lachen jetzt nicht, nee. Ja, es gibt doch Zombie-Filme, die zu lachen sind, oder? Der schallt. Ja, rum. Gut, okay, Zombieland, ja. Aber der ist nicht zum Lachen, der ist geil. Ja. Es gibt ja noch die Verarsche davon. World Zombie oder Zombie World, wie das hieß. Habe ich mir so gedacht, ey, geil. Zombie World, meinst du was? Ja, ja. Da ich mir ja das war auch ein normaler Zombie-Film. Ja, das war auch so ähnlich. Ja, aber da habe ich mir so gedacht, wie geil muss das denn sein, wenn das von Zombieland gemacht worden wäre, aber der war scheiße. Habe ich mir so gedacht, ne. Man konnte sich den angucken. Wenn man mit der Erwartung rangeht, das ist ein Zombieland. Ja, gut. Als ich damals die zwei Filme gesehen habe, habe ich mich immer gewundert, warum Zombieland eigentlich Zombieland heißt und Zombie World Zombie World. Weil in Zombie World war es gerade mal in einer Stadt und in Zombieland. Nee, warte mal. Doch, in Zombieland war es in der ganzen Welt. Nee, nicht ganze Welt, USA komplett. Die sind doch nach New Denver. Nee, wie heißt denn das? New Dean? Nee. Ja, die zeigen halt nur die USA, aber im Grunde. Ist es ja da eigentlich auf der kompletten Welt, hat er auch gesagt, hat man auch am Anfang gesehen, dieses Bild davon. Ach so, meinst du das, ja. Hätte es eigentlich andersrum heißen müssen, normalerweise hätte Zombieland Zombie World heißen müssen. Ja, gut, ist die Frage, was so vom Grundgedanke. Zombieland, der erste Teil ist doch jetzt auch schon fast 14 Jahre alt, oder? Boah, nee, glaub nicht. Ich glaub so alt noch nicht. Weil es war ja genau 10 Jahre nach dem ersten Teil, dass Zombieland 2 rauskam. Exakt 10 Jahre. Ich glaube sogar Datum ist gleich, ja, deswegen. Krass. Also, lieber Filmemacher, oder ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Alle 5 Jahre also, jetzt. Macht mal hier noch, nee, macht mal hier gleich hier. Nee, ich sag mal jetzt so, gute Filme brauchen. Natürlich, vor allem, du musst dir ganze Scheiße erstmal ausdenken. Ja. Das ist es ja. Alter, ich bin schon wieder oben gespawnt. Das nehme ich hier als Screenshot. Ding. Na, da. Oh, scheiße, die Folge ist vorbei. Ja, gut, dann ist das für die nächste Folge. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe dir noch einen Tipp, den Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.